Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nachdem ich zuletzt immer gesagt hatte, oh, ich will unbedingt raus hier, habe ich es mir, nachdem wir draußen waren, doch ein bisschen anders überlegt. Und bin eigentlich ganz froh, dass wir jetzt hier wieder drin sind. Was soll die Musik? Oh. Ich nehme alles zurück. Ich gehe doch lieber nochmal draußen mit dem dicken Kuscheln. Alter Schwede, du bist tot, oder? Ja, gut. Ah, Taschenlampe. Oder? Ist das wieder die Taschenlampe von dem bekloppten Eierkopf? Oh, ich... Oh! Alter! You're beginning to understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon! Soon! This way! Revelation is at hand! Okay, benutze die oberen Stockwerke, um zu Vater Martin zu gelangen. Möchten wir denn zu Vater Martin gelangen? Eigentlich nicht, oder? Ah, eine Batterie. Jawohl. Okay, 10 von 10 Batterien. Wir sind echt gut. Ist da jetzt ein Zoom reingegangen? Also wie gesagt, ich kann hier nicht zoomen. Meine Maus, das Rad funktioniert leider nicht. Das tut mir sehr leid. Das ist echt ärgerlich. Scheiße. Nein. Nein, 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 nein. Blub. Oh, scheiße, ey. Oh. Oh, es geht schon wieder gut los. Keine 2 Minuten gespielt und los geht's schon wieder. Oh, meine Güte. Ich habe kein Durchbrechen hören. Habt ihr was gehört? Ich habe nicht gezoomt, hallo? Okay, da können wir natürlich nicht rein. Ist ja klar, ne? Und wenn wir jetzt gleich vorbeigehen, dann bricht derjenige durch die Tür durch. Da war gerade irgendwie ein komisches Licht. Boah, die Batterie verbraucht sich aber schon wieder schnell, mein lieber Scholli. Okay. Okay, ist was zum Durchquetschen. Das heißt, unser Dickerchen könnte eventuell wieder mit von der Partie sein. Puh. Wow, wow, wow. Scheiße. Oh, scheiße. Und ich habe nicht gezoomt, hallo? Oh, Mann. Okay. Wir wechseln die Batterien mal schnell. Okay, hier kommen wir anscheinend rein. Oh Leute. Oh Leute. Was ist denn hier kaputt? Oh, und wir haben uns dazu eine Notiz gemacht. Das Geräusch in der Maschine. Das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf, wenn der Wallrider erscheint. Ich blinzle und sehe atmosphärische Störungen und etwas anderes. Etwas Glattes und Dunkles, das hinter meinen Augenlidern auftaucht. Mich mit Organen anstarrt, die ich mir nie hätte vorstellen können. Aber das Geräusch stammt auch aus der Maschine. Es kommt von hinter der Wand. Ich kenne es. Ey. Man kann sie auch selber fertig machen, oder? Gott. Ich krieg schon Herbstkasper. Okay, die Tür können wir nicht öffnen. Das zeigt uns die Tatsache, dass man dort nicht lesen kann. Oh, das ist aber auch übel hier. Puh, meine Güte. Okay, hier ist nichts. Wir sollen ja nach oben gelangen. Dann sind wir doch hier schon mal falsch. Wir müssen ja nach oben. Okay. Treppe geht nach da.
Seht ihr das Flackern auch oder bilde ich mir das ein? Gut, da geht's auf jeden Fall durch. Oh, wieso muss es denn so dunkel sein? Ich gehe erstmal hier ins Licht. Scheiß Idee. Oh, scheiße. Dickerchen, bist du das? Oh Mann, wieso laggt es denn jetzt hier so? Oh. Okay. Puh. Oh Mann, ich sehe nichts. Scheiße, ey. Scheiße. Ach, hier ist das Licht ausgegangen. Na, das war ja so klar, ne? Schön im Dunkeln. Hier ist wenigstens eine Batterie. Wir wechseln mal schnell. Bitte kein Jumpscare. Ihr hört's auch, oder? Hier ist jemand. Okay, wir tasten uns mal ganz vorsichtig vor. Oh, Leute, nee. Puh. Also die Atmosphäre in diesem Spiel, die ist wirklich sehr gut gemacht. Hier hat sich jemand sehr viel bei gedacht, habe ich das Gefühl. Also das ist sehr durchdacht. So empfinde ich das jedenfalls. Okay. Da hinten müsste rein technisch... Oh, offen. Okay, ist hier was? Vielleicht eine Batterie noch? Oh, eine Akte. Die lesen wir uns doch gleich mal durch. Wallrider und Albträume. Kurze Einführung in die Wallrider-Mythologie für den Betreuerstab von MRD. Murkoffs Korb, bla bla bla. Hinweis, nur für unterstützende schriftliche Zwecke, nicht für direkten Kontakt mit Patienten während oder nach der Therapie geeignet. Der Wallrider, auch als Alp, Mara oder Schrat bekannt, ist eine dämonische Kreatur deutschen Ursprungs, welche die Schlafenden heimsucht. Sie kriecht auf die Brust der Schlafenden und presst die Luft aus ihnen heraus. Die Schläfer wachen erschrocken, paralysiert und nach Luft ringend auf. Der Name Mara lässt sich auf Ma oder Nachtma schließen. Sexuelle Übergriffe des Dämons sind selten, aber er soll Milch aus den Brüsten der schlafenden Frau und Blut aus den Brustwarzen der schlafenden Männer trinken. Ja, das ist doch mal eine gute Nachtlektüre, die man sich auf der Zunge zergehen lassen kann. Ah, hier geht's nicht weiter, hier ist die Treppe kaputt, hm? Okay. Hauptsache, wir haben das mit den nächtlichen Überfällen gelesen. Das macht so viel Spaß. Laundry, Wäscherei. Hm. Oh Mann. Oh, es ist so dunkel, das... Wow! Oh Gott! Hä? Nein, du sollst da rein! Tut der uns was? Es gibt ja auch welche, die einem nichts tun unbedingt, aber der steht schon so provokant da. Oh, meine Güte. Wir probieren's mal. Tust du uns was? Nö, ne? Du bist einfach nur so bekloppt. Du willst uns gar nicht verhauen. Du kommst einfach bloß mit deinem eigenen Kopfstimmen nicht... Mit deinem eigenen Kopfkino nicht klar. Okay, wir verbarrikadieren uns mal ein bisschen im Klo. Meine Güte, Leute. Nischt. Gleich ist schon wieder Batteriezeit. Also Batteriewechselzeit.
Okay, hier finden wir nichts. Oh. So doch zappenduster, mein lieber Scholli. Puh, okay. Wir müssen irgendwas finden. Hat das hier überhaupt einen Sinn, das Bad? Alter! Ey! Oh, ich wette, wenn ich dem jetzt zu nahe komme, dann schlägt der mich. Aber wir müssen ja hier raus. Muss der hier stehen? Okay. Lass uns bloß in Ruhe, du Fatzke. Nee, ich zoome gerade nicht. Was soll denn das? Okay, der macht mir echt Angst. An dem rennen wir mal ein bisschen vorbei. Oh, meine Güte. Meine Güte. Oh, Leute. Leute, Leute. Da ist Licht. Okay. Puh. Was ist denn hier noch? Da sind offensichtlich... Oh! Na? Zwei Batterien. Wow, jetzt werden sie großzügig hier. Okay, es geht auch nach unten hier eindeutig, aber ich möchte ja eigentlich nicht nach unten. Wir wollen ja nach oben. Wir sollen ja nach oben, das ist unser Ziel. Ich wette, nach unten müssen wir sicherlich noch früh genug. Oh Mann. Was? Liegt hier was? Nö. Was ist denn hier kaputt? Ach, hier ist die Treppe kaputt, aber da ist ein Pfeil. Nee, ich will nicht zoomen. Hm, können wir hier springen? Ja, das war ja klar, dass ich das nicht hinkriege, ne? Ich probier's nochmal. Vielleicht muss man einfach bloß richtig Anlauf nehmen. Ich weiß nicht genau. Ich habe das irgendwie noch nicht ganz gecheckt mit diesem Springen. Ja, gekonnt. Teil 2. Ich probier's nochmal. Na, wusste ich doch. Die machen ja nicht umsonst so ein Gewese drum. Okay, puh. Also das wackelnde Licht da erzeugt nicht gerade ein Gefühl der Vertrautheit. Was? Für die Tür ist ein Schlüssel nötig. Och, nee, Leute. Okay, die geht auch nicht auf. Da hinten ist wieder ein Taschenlampenstrahl, wenn ich das richtig sehe. Na Gott sei Dank kann hier der Doktor... Was? Ja, mach's doch selber, Spinner. Gott, was ist denn hier kaputt? Okay, müssen wir dann rüberklettern. Ich will noch mal kurz sehen, was da hinten ist. Ja, wir können rüberklettern. Der spinnt wohl ein bisschen. Ich breche mir nicht den Hals. Obwohl unser Protagonist erlebt eh momentan schon den, ich sag mal, den schlimmsten Tag seines Lebens, würde ich mal behaupten. Ja gut, wir wechseln ja mal schnell die Batterie. Puh. Ich wollte gerade sagen, die Türen sind verbarrikadiert. Was können wir hier tun? Hier sind Schlüssel. Für den Wäscheschacht werden 3 Sicherungen benötigt. Ach du Scheiße. Wenn hier noch irgendwo jetzt was zum Durchquetschen kommt, dann wissen wir wieder, dass Dickchen blöd auf uns wartet. Was? Nein. Das tut ihr mir nicht an. Die 3 Sicherungen kriegen wir doch bestimmt nicht einfach so. Also so wie ich das Spiel kenne, immer wenn wir irgendwas einsammeln mussten, war uns irgendein Irrer auf dem Hals. Puh. Okay. Psst. Ganz entspannt. Ganz ruhig. Alles ist gut. Alles ist gut. Wir kriechen einfach mal im Dunkeln den Gang entlang. Das ist für jeden normal. Das macht Spaß. Da fühlt man sich wohl. Da ist einer im Rollstuhl, der ist wahrscheinlich tot. Um den schwören ja schon die Fliegen. Haha, der hat aber eine Batterie. Gib mir die Batterie. So. Okay, ich gehe mal dahin, wo es beleuchtet ist. Okay, hier ist ein Gitter. Ich glaube, da können wir sicherlich wieder nicht durch. Yep. Gut, schauen wir uns mal hier das nette Blut an. Pray for Revelation. Möchten wir wirklich beten? Was hieß nochmal Revelation? Tür zu, Tür zu. Oh, Alter. Alter. Kommt der mit uns her?
Nö, oder? Oh, meine Güte. Meine Güte. Was? Puh. Tust du uns was? Was geht denn hier ab? Okay, wir machen mal die Tür zu. Der tut uns nämlich anscheinend nichts, wenn ich das richtig sehe. Okay, da blinkt was. Ich halte mal zu dem ein bisschen Abstand, das ist mir nicht geheuer. Und ich will mal gucken, ob hier noch irgendwo anders was ist. Okay, der hockt hier bei einem. Pray for Revelation. Ja, du bist ein ganz gesunder, ne? Was ist das hier? Die Sicherung. Eins. Wusch! Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh bloß weg, du Spinner. Nee, wir machen mal die Tür hinter uns zu. Ha, ha, ha. War nicht so gemein, Freund. Okay, dann würde ich sagen, wir setzen die mal ein. Was wir haben, das haben wir, würde ich sagen. Ach, hier. Okay, Numero Uno. Meine Güte, ey. Batterien, hör mal auf hier. Puh, und dann würde ich... Oh. Und dann würde ich sagen, ich beende hier die Folge. Die nächsten zwei Sicherungen holen wir uns dann in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.